Unsere Schule befindet sich mitten in der Innenstadt von Rathenow. Das Besondere an unserer Schule ist, dass die Kinder regelmäßig jede Woche ein- bis zweimal ins Praktikum gehen dürfen. UTP ist halt ein Fach, wo wir uns halt aufs spätere Leben halt vorbereiten und halt sehen, wie es in den verschiedensten Berufen halt ist. Wir sind jetzt über 224 Kooperationspartner in der Region und darauf sind wir ganz stolz, dass wir den Schülern eine Vielfalt von unterschiedlichen Betrieben zeigen können und das nehmen unsere Jugendlichen auch an. Alles das, was wir in der Schule lernen, ist natürlich die Grundvoraussetzung für das, was sie im Praktikum anwenden müssen. Sie müssen abmessen können, sie müssen rechnen können und sie müssen auch bestimmte Dinge lesen können. Dieser berufsfeldorientierte Unterricht beginnt in der 7. Klasse in den Werkstätten hier bei uns in der Schule. Im Werkstattbereich haben wir eine Nähwerkstatt. Dann haben wir eine super neu eingerichtete Küche. Dann haben wir noch den Werkstattbereich Holzbearbeitung, wo dann natürlich auch vieles aus Holz gefertigt wird. Je früher die sich orientieren im Leben, selbst wenn sie später umentscheiden, umso leichter und glücklicher werden sie während der Schulzeit. Also man weiß, wo man hin will, was man will, wo man hinarbeitet. Ne? Und dann weiß man, hey, Mathe brauche ich bloß eine 3, Deutsch brauche ich bloß eine 3, aber Chemie muss ich eine 2 oder Bio muss ich eine 2 haben, damit ich Laborant werden kann. Ich finde es eigentlich schon sehr besonders, dass die Lehrer uns immer mit reinbeziehen im Unterricht und nicht einfach ihre Sachen machen und dass sie uns auf unser Leben vorbereiten. Jetzt habe ich SAS und das heißt Arbeitsgemeinschaft, das Schülerarbeitsstunden. Und da fahren wir mit dem Boot an der Havel entlang und lernen über die Havel. Was ganz wichtig ist, dass unsere Schüler, die unsere Schule verlassen, entweder zu einer weiterführenden Schule gehen, ein Abitur ablegen oder aber über ihre Praktikumsstellen in eine Ausbildung. Und das ist unser Ziel. Ich gehe halt gerne auf die Schule, weil man hat viel mit Berufen zu tun. Man lernt viel für die Zukunft hier und macht auch wirklich sehr viel Spaß.